Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf. Es ist der Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN betreffend Hessens Gesundheitswirtschaft, Garant für Wachstum und Arbeitsplätze, Drucksache 19/4531. Vereinbarte Redezeit beträgt 5 Minuten. Als erster Redner hat sich Kollege Möller von der Fraktion der CDU zu Wort gemeldet. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir befassen uns im Hessischen Landtag im Rahmen verschiedener Debatten nicht selten mit Teilen der Beschäftigungsbereiche in der hessischen Wirtschaft, mit dem Frankfurter Flughafen als Jobmotor. Wir befassen uns mit der momentan boomenden Bauwirtschaft. Wir betonen immer gern den Standort Frankfurt als Bankenstandort oder auch in jüngster Vergangenheit den Automobilstandort Hessen. Das sind alles Wirtschaftsbereiche, die einen Teil dazu beitragen, Hessen zu dem zu machen, was es ist, nämlich ein wirtschaftlich hochgradig erfolgreiches Land. Was in dem Zusammenhang jedoch heute einmal Erwähnung finden soll, das ist das große Feld der Gesundheitswirtschaft. Und das wollen wir mit dem vorliegenden Entschließungsantrag heute einmal zum Ausdruck bringen und wollen zugleich auch ein Bekenntnis abgeben dieses Hauses zu der Bedeutung dieses vielverzweigten Wirtschafts- und Beschäftigungsbereiches. Grundlage hierfür ist eine verfasste Studie, ein Engagement der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen, die überhaupt zum ersten Mal erhoben hat, wie groß die Bedeutung der Gesundheitsindustrie, Gesundheitswirtschaft in Hessen für die Wirtschaft und für die hier arbeitenden Menschen ist. Beiläufig wurde es erst einmal überhaupt auch definiert, was zu diesem Bereich alles hinzugezählt werden muss. Ich finde schon allein die Zusammensetzung der Akteure bemerkenswert. Das bringt auch ein bisschen zum Ausdruck, dass man hier gemeinsam ein Ziel verfolgt, nämlich wenn ich schon lese, dass die Industriegewerkschaft zusammen mit dem Verband der chemischen Industrie und Vertretern aus Wissenschaft und Forschung hier nicht nur einem Seil, sondern in die gleiche Richtung ziehen, soll das unterstreichen, wie die Bedeutung gesehen wird dieser Branche. Und mit ein paar Zahlen lässt sich das ganz gut auch darstellen. Mit ungefähr 10 Milliarden € Bruttowertschöpfung oder einem Exportvolumen von 11 Milliarden € werden sage und schreibe ungefähr 90.000 Arbeitsplätze im Lande generiert. Das ist eine beachtliche Zahl. Die Gesundheitswirtschaft ist also ein bedeutender Teil des Erfolges unseres Landes. Und wir sollten uns aus verschiedenen Gründen damit heute ein bisschen befassen. Es wird sogar geschätzt, dass wenn man sämtliche Bereiche nimmt, die tangiert werden dadurch, die initiiert werden, die mit dem Gesundheitsbereich auch im weitesten Sinne zu tun haben, dann käme man auf über 200.000 Arbeitsplätze. Und damit gehört der Gesamtbereich sehr wahrscheinlich zu den größten Arbeitgebern überhaupt. Auch wenn wir aktuell, und Herr Al-Wazir hat eben das beim Reingehen angedeutet, auch in dieser dynamischen und prosperierenden Branche mal Rückschläge erleben müssen, wie aktuell in Limburg. Da wurde ja gestern mitgeteilt, dass das Mutterunternehmen Arbeitsplätze in Limburg abziehen möchte, um das zu konzentrieren am Hauptstandort und hier nur noch die Bereiche Marketing und Vertrieb bleiben werden, dann ist das zu bedauern. Das möchte ich in dem Rahmen dieser Rede ruhig auch betonen. Ich hoffe und ich glaube, das sehen wir auch alle so, dass dort zügig gute Gespräche zu einem vernünftigen Ergebnis für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen, dass wir möglicherweise auch Wege finden einer sozialverträglichen Lösung, sodass die Kapazitäten, die dort jetzt sehr unruhig sind, Angst um ihre Jobs haben, möglichst schnell wieder aufgefangen werden können. Und wie das gerade in dieser Branche auch ist, gibt es fast ein Spiegelbild. Fast zeitgleich kommt die Mitteilung, dass in Marburg 162 Millionen € investiert werden, um eine Produktionsanlage zu errichten für einen zukunftsweisenden Impfstoff. Das soll zeigen, dass diese ganze Dynamik in dieser Branche flächendeckend auch geschieht. Und ich glaube auch, das ist ein weiterer Punkt, ein weiterer Indiz dafür, wie wichtig und bedeutsam der gesamte Bereich ist für dieses Land. Während wir bei vielen anderen Wirtschaftsbereichen den Hauptfokus auf dem Rhein-Main-Gebiet haben oder auf großen Städten, sieht es hier ein bisschen anders aus. Wir haben durch die weit verzweigte Struktur flächendeckend Angebote an qualifizierten Arbeitsplätzen, an Unternehmungen, an Initiativen, am Engagement. Und damit haben wir auch vor ganz anderen Hintergründen wie demografischer Wandel, Siedlungsstruktur usw. und so fort, es hier mit einer Branche zu tun, die diesem Land sehr gut tut, in der Stärke, wie sie ist. Es ist also ein sehr bedeutender Faktor bei
der Wertschätzung heute, wenn wir hier diesen Antrag besprechen. Das hängt damit zusammen, dass wir mittlerweile nach dieser Definition zu dem Gesamtkunstwerk, will ich es mal sagen, sehr unterschiedliche Bereiche zählen dürfen. Die ganzen Kliniken, die Kurorte, Pflege, Reha-Maßnahmen, Reha-Einrichtungen, Unternehmen, kleine und große, Einzelhandel, Großhandel bis in die Versicherungsbranche hinein, Vertrieb, Apotheken, Medizintechnik bis hin zum Gesundheitshandwerk, wird dann alles zusammengefasst. Das zeigt einmal, wie weit verzweigt das Ganze ist. Wir wollen heute dafür werben, dass wir von hier aus auch ein Signal senden an alle Ideengeber, auch an die Gründerinitiativen, die es bei dieser Branche sehr oft gibt. Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Dass wir uns bewusst sind über die Bedeutung für dieses Land. Meine Damen und Herren, ich möchte zum Schluss kommen mit einem kleinen Beispiel noch, damit komme ich dann auch zum Ende. Wir haben Landesprogramme wie z. B. LOEWE. Wir haben Landesunterstützung und Maßnahmen für Netzwerkbildung, Verbesserung Finanzierungs- und Unterstützungsmöglichkeiten, die alle das gleiche Ziel haben, das Zusammenführen von Initiativen, Ideengebern und Initiatoren im Interesse einer weiteren Stärkung der Gesundheitswirtschaft in Hessen. Ich kann noch weiterreden. Ich schalte mich eh gleich ab. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ja? Tschüss. Tut mir leid. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Als nächster Redner spricht nun Kollege Klose von BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Verehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wenn wir heute über die Erfolge der hessischen Gesundheitswirtschaft sprechen, möchte ich doch eines noch einmal voranstellen, weil es meines Erachtens um eine besondere Branche geht. Gerade und insbesondere dieser Wirtschaftssektor erfüllt nämlich eine essentielle Aufgabe. Er trägt zu dem Ziel bei, der Bevölkerung eine verlässliche, flächendeckende und qualitativ hochwertige gesundheitliche Versorgung zur Verfügung zu stellen. Und es ist mir wichtig, dieses Ziel noch vor den wirtschaftlichen Erfolgen der Unternehmen zu nennen, so sehr wir uns über diese auch freuen. Denn diese Erfolge sind natürlich auch die Voraussetzung, um das Ziel zu erreichen. Die Pharmaunternehmen und Hersteller von Medizinprodukten sind eine zentrale Säule der hessischen Wirtschaft. Die industrielle Gesundheitswirtschaft trägt 4,4 % zur gesamten hessischen Wertschöpfung bei. Das ist deutlich mehr als in jedem anderen Bundesland. Das unterstreicht die Bedeutung dieser Branche, in der mehr als 90.000 Menschen Lohn und Brot finden. In Hessen besteht durch die Tradition als Chemie- und Pharmaziestandort, Stichwort Apotheke Europas, und mit unseren bedeutenden Medizintechnikherstellern und großen medizinischen Hochschulen ein ganz herausragender Nährboden für eine florierende Gesundheitswirtschaft. Hinzu kommen natürlich die besonders guten Rahmenbedingungen, die die Landesregierung geschaffen hat. Um den Erfolg der Branche zu sichern, sind Forschung und Entwicklung wichtige Voraussetzungen. Und deshalb ist es besonders erfreulich, dass mehr als ein Zehntel der Beschäftigten dieser Unternehmen in eben diesen Bereichen arbeiten. Bei aller positiver Entwicklung, meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle auch sagen, wir führen diese Debatte heute ja vor einem konkreten Hintergrund. Gestern, der Kollege Möller hat es bereits erwähnt, hat Mundi Pharma bekannt gegeben, seinen Standort und durchaus auch Traditionssitz in Limburg aufgeben zu wollen. Davon sind mehr als 400 Beschäftigte und ihre Familien betroffen. Es ist deshalb gut und richtig, dass die Stadt und der Wirtschaftsminister im Gespräch darüber sind, wie der Verunsicherung der Betroffenen möglichst schnell entgegengewirkt werden kann. Die Hersteller von Pharmazeutika und Medizinprodukten stehen aber auch in besonders enger Beziehung zum hessischen Dienstleistungssektor. Denn sie beliefern Kliniken, sie beliefern unsere Krankenhäuser, Arztpraxen und Apotheken, aber beispielsweise auch Rehabilitationseinrichtungen, die in Hessen mit seinen zahlreichen Kurorten eine besondere Rolle spielen. Die demografische Entwicklung trägt wesentlich dazu bei, dass die Nachfrage nach Leistungen der Gesundheitswirtschaft steigt. Der medizinische Fortschritt sorgt aber auch dafür, dass immer mehr Menschen
ihr Alter bei guter Gesundheit erleben können. Und aus meiner Sicht wird viel zu oft nur die Kostenbelastung des Gesundheitswesens in den Fokus genommen. Die Tatsache, dass der medizinische Fortschritt die gesundheitlichen Einschränkungen von immer mehr Menschen reduziert und die Lebenserwartung insgesamt erhöht, bleibt aber dabei auf der Strecke. Und ich finde wichtig, das an dieser Stelle auch noch einmal zu betonen. Meine Damen und Herren, wir GRÜNE begrüßen aufgrund der Bedeutung dieser Branche deshalb sehr, dass die unterschiedlichen Akteure, also die Unternehmen, die IG Bergbau, Chemie und Energie, dass die Akteure aus Wissenschaft und Forschung, aber eben auch die Hessische Landesregierung sich in der Initiative Gesundheitsindustrie Hessen zusammengeschlossen haben. Die kürzlich vorgestellte Studie ist ein weiteres Resultat dieser Zusammenarbeit. Daran lässt sich sehr gut weiter anknüpfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Klose. Als nächste Rednerin spricht nun Frau Kollegin Dr. Sommer von der SPD-Fraktion. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen und Kolleginnen! Der Industrieverband, das haben wir ja eben schon gehört, hat eine Studie vorgestellt. Und Tatsache ist, die Gesundheitswirtschaft boomt und hat eine große ökonomische Bedeutung. Sie ist eine Stärke Hessens. Überdurchschnittliche Wachstumszahlen, eine konstante Beschäftigungszahl, gute Löhne und die Entwicklung von Innovation von Global Playern in Hessen, das zeichnet die Gesundheitswirtschaft aus. Damit beschäftigen sich Ihre Punkte 1 bis 6. Und das können wir unterschreiben, denn das sind die Leistungen der Unternehmen vor Ort, meine Damen und Herren. Sie begrüßen und begrüßen und begrüßen. Aber in Punkt 7 geht es dann auch um Ihren Beitrag. Da heißt es, Sie wollen die Rahmenbedingungen verbessern. Da geht es um die Förderung von Clustern, von Neugründung und Fachkraftsicherung. Aber Sie äußern insgesamt nur Phrasen und leider wenig bis nichts Konkretes. Das ist uns zu wenig, meine Damen und Herren. Uns ist wichtig, dass sich das Land verstärkt um Innovationsförderung kümmert und auch bildungspolitisch die Weichen anders stellt. Unsere Ideen haben wir gemeinsam mit der VCI in der Broschüre gemeinsam für eine innovative Zukunft zusammengeführt. Es geht um Wettbewerbsfähigkeit, um Rahmenbedingungen für Bildung, eine innovationsfreundliche Wissenschaft und auch um vertrauensvolle Kommunikation. Und nur wenn wir gemeinsam für eine innovative Zukunft die Weichen stellen, können wir noch besser werden, meine Damen und Herren. Die Gesundheitsindustrie wünscht sich eine breite, nachhaltige Unterstützung. Der politische Rückhalt ist dabei wichtig für ein innovationsfreundliches Klima. Deswegen will ich auch nicht verhehlen, dass die Initiative Gesundheitsindustrie Hessen eine gute Initiative ist. Auch die Pharmadialoge, die auf Bundesebene und auch auf Landesebene inzwischen gestartet wurden. Die Dialogformen in Hessen sind breit von den Ressorts getragen, und das ist auch gut so. Jedoch möchte ich noch einmal mitteilen, welche Ideen es gibt. Viele ganz konkrete Maßnahmen, z.B. vereinfachte Zugangs- und Genehmigungsverfahren, ein echtes Wagniskapital, echte Ganztagsschulen, regionale Schülerlabore sowie eine verbesserte Berufsorientierung, vermehrter Wissenstransfer, also von Praxis in Theorie und umgekehrt. Und vieles mehr finden Sie in unserer Broschüre. Ich möchte auch weitere Ideen aus den Gesprächen mit den Akteuren in der Gesundheitswirtschaft vortragen. Also auch Konkretes statt Phrasen, meine Damen und Herren. Gewünscht wird, dass das Land öffentlich die Stimme erhebt zugunsten verbesserter Rahmenbedingungen für den Zugang von Innovationen auf dem deutschen Markt. Das machen andere Bundesländer bereits deutlicher, wie z.B. Rheinland-Pfalz, meine Damen und Herren.
Unerlässlich ist darüber hinaus, dass sich das Land in Richtung Bund für Planungssicherheit einsetzt. Hier geht es um nicht ständig neue Einschränkungen im AMNOG-Prozess. Und verstehen Sie mich nicht falsch. Wir geben das natürlich unseren Kollegen im Bund auch weiter. Aber es geht hier um hessische Standortpolitik, meine Damen und Herren. Und da muss sich die Landesregierung eben im Sinne der Beschäftigten und der Unternehmen einsetzen. Das ist so wichtig, da im Zuge der Globalisierung der internationale Standortwettbewerb um Investitionen unter den Akteuren Europa, USA, Japan, aber auch mit den neuen Wettbewerbern wie Singapur und den BRIC-Staaten immer intensiver wird. Ein weiterer Wunsch, Herr Ministerpräsident, Sie können gleich hier ans Mikro treten und auch etwas sagen. Sie müssen mir nicht von hinten Ihre Mitteilungen auf den Weg geben. Ein weiterer Wunsch der Gesundheitsindustrie ist, dass sich das Land im Bund für Intensives zugunsten des erstmaligen Marktzugangs von Therapien, die bisher unerforscht blieben, einsetzt. Mit diesen einzelnen Aspekten könnte ein Zukunftsplan gestaltet werden. Vielleicht, Herr Minister Al-Wazir, können Sie ja gleich auch noch einmal etwas zu Multipharma sagen. Das haben die Kollegen ja vorher schon angesprochen. Wenn die Gesundheitsökonomie so wichtig ist und Sie es ernst meinen, dann muss das Land auch hier halten, hier handeln, meine Damen und Herren. Gerne, und das ist mein letzter Satz, überreicht die hessische SPD Ihnen unsere gemeinsame Broschüre von der VCI. Da sind statt Phrasen konkrete Maßnahmen drin, die es umzusetzen gilt, um Hessen innovationsfreundlich und weiterhin zukunftsfähig zu machen. Und Herr Müller, das möchte ich stellvertretend, bitte letzter Satz. Ja, das möchte ich stellvertretend Ihnen überreichen als Glückwunsch zum Geburtstag. Leider hatte ich keine Zeit mehr, es einzupacken. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Als nächster Redner spricht nun Kollege Rentsch von der FDP-Fraktion. Bitte schön, Herr Kollege, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will zuerst einmal sagen, dass ich es richtig finde, dass Kollegen der Regierungsfraktionen heute diesen Antrag hier gestellt haben, weil ich der festen Überzeugung bin, dass Gesundheitswirtschaft einer der wichtigsten Punkte ist, die wir in diesem Land als starke Säule der Wirtschaft haben. Und deshalb haben ja gerade die Kolleginnen und Kollegen der alten Landesregierung auf der einen Seite die Initiative, die IGH Gesundheit Hessen, auf den Weg gebracht, Herr Ministerpräsident. Ich glaube, das haben wir zu Recht gemeinsam gemacht. Und ich halte das auch für richtig, weil ja immer gesagt wird, was waren Gemeinsamkeiten. Das sind heute noch Gemeinsamkeiten. Und es ist völlig richtig, alles zu versuchen, diese Unternehmen zu stärken. Und deshalb habe ich in Ihrem Auftrag damals als Kabinettsbeschluss auch das House of Pharma and Healthcare umgesetzt. Und ich glaube, auch das war ein richtiger Schritt. Das wird jetzt vom Kollegen Al-Wazir fortgesetzt. Ich glaube, da gibt es keinen Dissens, sondern Übereinstimmung, dass das eine richtige Initiative ist. Ja, Kollege Grüttner, ich will Sie dort in keiner Weise vergessen, weil wir in dieser Frage sehr gut zusammengearbeitet haben und Sie als Gesundheitsminister dort auch eine gute Arbeit machen. Jetzt will ich es auch mit dem Lob bewenden lassen, aber das kann man schon sagen. Naja, aber sehr zu Ihnen komme ich nicht mehr in dieser Frage, aber jetzt reicht, finde ich auch. Jetzt sollten wir das an dieser Stelle auch genug sein lassen. Also das ist richtig, und da macht Hessen auch mehr als viele andere Länder, und das muss auch fortgesetzt werden, weil wir ein gemeinsames Interesse daran haben, dass die Gesundheitswirtschaft sich gut entwickelt. Sie ist auf der einen Seite, und das ist erst einmal der Nutzen für die Menschen in diesem Land wichtig, weil sie dafür Sorge trägt, dass wir eine hochwertige, innovative, zeitgemäße medizinische Versorgung haben. Wir wollen Krankheiten heilen, und dafür sind moderne, gute Pharmaunternehmen wichtig. Aber klar haben wir auch ein wirtschaftliches Interesse, dass diese hervorragend bezahlten Arbeitsplätze, dass diese Menschen, die ihre Arbeitsplätze haben, in unserem Land bleiben und dass das weitergeht. Also das ist ja manchmal so ein bisschen, wir wollen uns nicht dafür schämen, sondern im Gegenteil. Und gerade, Kollege Schäfer-Gümbel, wir waren vor kurzem ja bei der Veranstaltung der IGBCE mit den Kollegen der anderen Fraktionen. Und dort ist der Vorsitzende des Bezirks Rhein-Main, der Betriebsratsvorsitzende von Sanofi. Natürlich machen sich die Menschen dort Sorgen, wenn es um die Frage der Zukunft der Arbeitsplätze geht. Und ich glaube, deshalb
Herr Al-Wazir, wir wollten vorher nicht kritisieren, dass Sie mit Mundipharma telefoniert haben. Im Gegenteil, das halte ich sogar für richtig. Sondern natürlich ist immer die Frage, wenn es an eine Plenarsitzung läuft, werden Sie Verständnis dafür haben, dass wir auch ein Interesse daran haben, dass die werte Landesregierung hier in diesem Raum ist. Das ist ja sozusagen, sehen Sie mal, was Sie bei uns für eine Bedeutung haben. Aber dass Sie dann mit denen telefonieren, ist richtig. Trotzdem, wir sollten diese Zeichen ernst nehmen. Sanofi, Mundipharma, auch das Thema Opel, Vella, das sind alles Themen, Kali und Salz, die wir ja nicht von der Tagesordnung wischen können. Und deshalb glaube ich, ist neben guten Konjunkturprognosen auch immer zu schauen, was sind die Ursachen. Und ich glaube, wir sollten alles dafür tun, dass die Rahmenbedingungen für Wirtschaft in diesem Land gut sind. Und da ist die Gesundheitswirtschaft nun einmal eine ganz spezielle. Die brauchen ganz spezielle Voraussetzungen. Die haben viel mit Regulierung zu tun. Da kann sich keine Partei im Übrigen ausnehmen. Irgendwie hat jeder hier in diesem Raum mal in den letzten Jahren und Jahrzehnten an der Bundesregierung teilgehabt und hat dort auch mitreguliert. Also das ist nicht ganz einfach. Aber Fakt ist eben, wer sich die Zahlen anschaut, muss feststellen, dass es leider einen Verlagerungstrend aus Deutschland weg in andere Länder gibt, gerade in dem Bereich der forschenden Pharmaindustrie. Und jetzt muss man sich schon fragen, wenn man sich die Beispiele von BASF und anderen anschaut, die seit einigen Jahren mehr investieren im Ausland als im Inland. Hier werden mehr Erhaltungsinvestitionen gemacht. Die modernen Forschungszentren werden nicht mehr in Deutschland gebaut. Dass diese Arbeitsplätze der Zukunft nicht mehr hier stattfinden, sondern in anderen Ländern. Und das muss, meine Damen und Herren, Politik besorgt machen. Das muss uns umtreiben. Wir müssen über die Ursachen reden, warum dies so ist. Wenn Chemie- und Pharmaunternehmen lieber im Ausland forschen als im Inland, dann hat das Gründe. Und dann hat das auf der einen Seite möglicherweise etwas mit dem steuerlichen Rahmen zu tun. Forschungs- und Entwicklungsförderung ist ein Instrument, Unternehmen, die gerade in diesem Bereich aktiv sind, ein Stück zu binden. Ich habe mir das letztes Jahr in Ungarn angeschaut. Sie können in Ungarn, egal in welchem Bereich Sie im F&E-Bereich unterwegs sind, den doppelten Betrag der Investition steuerlich geltend machen. Dass das z. B. in Unternehmen wie Audi, Opel, Mercedes oder Suzuki dazu animiert, Forschung und Entwicklung von Motoren dort zu machen und nicht in Deutschland, das ist ein Punkt, der uns genauso umtreibt wie in der Pharmaindustrie, wo viele Unternehmen mittlerweile, gerade BASF ist so ein schönes Beispiel, wenn man sich die Pflanzenbiotechnologiesparte anguckt, die wird nicht mehr in Deutschland gemacht, sondern sie ist schon 2012 komplett nach Amerika verlagert worden, hochbezahlte Zukunftsarbeitsplätze, die nie wieder in das Land zurückkehren. Und deshalb, ja, heute muss diskutiert werden, meine Damen und Herren, aber dann muss auch dieser Teil in diesem Antrag auftauchen und darf sich nicht nur mit den Sachen beschäftigen, die definitiv in Ordnung Herr Kollege, Sie müssten zum Ende kommen. Jetzt könnte ich den Satz sagen, den ich sonst immer von den Grünen höre. Eigentlich ist der Punkt viel zu wichtig, um ihn in 5 Minuten abzuhandeln. Das ist er im Übrigen auch. Und deshalb bin ich dankbar, wenn wir jetzt auch noch etwas zu Mundipharma hören, weil ich glaube, das ist ja ein Indiz für das System, was hier nicht richtig läuft. Und deshalb glaube ich, müssen wir auch darüber diskutieren. Und deshalb, Sie haben Unterstützung bei all dem, was richtig ist. Aber lassen Sie uns bitte auch über die Punkte reden, die wir anpacken müssen, die nicht richtig laufen. Das wäre meine Bitte auch für diese Debatte. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Rentsch. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Moment, deshalb spricht jetzt die Landesregierung. Herr Staatsminister Al-Wazir, bitte schön. Das war nur ein Hinweis an die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das ist neu, aber gut. Vielen Dank für den Punkt, der hier auf der Tagesordnung steht, der uns die Gelegenheit gibt, über die Gesundheitswirtschaft zu diskutieren. Ich will ausdrücklich noch einmal feststellen, dass Hessens Wirtschaft insgesamt stark ist. Wir sind das Flächenland mit der höchsten Arbeitsproduktivität. Wir profitieren von einer soliden wirtschaftlichen Entwicklung. Diese positive wirtschaftliche Entwicklung kommt auch bei den Menschen an, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben die niedrigste Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Wir haben steigende Durchschnittseinkommen, steigende Reallöhne und haben die Chance, dass sich dieses auch in den nächsten Jahren fortsetzt. Diese Entwicklung wird natürlich getragen von vielen erfolgreichen und auch wettbewerbsfähigen Branchen und Unternehmen. Und eine enorm wichtige Branche ist in Hessen die Gesundheitswirtschaft. Hier wird auf höchstem Niveau geforscht, entwickelt und für
die Welt produziert. Ich habe auch keine Bedenken, dass dies auch in der Zukunft so sein wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß ja, dass es auch Aufgabe von Opposition ist, Salz in Wunden zu streuen. Aber ich muss an dieser Stelle sagen, wir haben an dieser Stelle keine Wunde, sondern wir sind ein Land, in dem auch Pharmaunternehmen, in dem auch die Gesundheitswirtschaft große Zukunftschancen sieht. Ich glaube an dieser Stelle, es ist angesprochen worden vom Kollegen Möller, der Spatenstich in Marburg mit einer Investitionssumme von nach meiner Erinnerung 160 Millionen € zeigt, dass es Firmen gibt, die hier in Hessen genau den richtigen Ort sehen, um zu forschen und zu produzieren in diesem Bereich. Und da, natürlich ist es so, dass da große Aufgaben auch vor den Unternehmen liegen. Wir sind eine alternde Gesellschaft. Wir haben großen Bedarf an Krankheiten, an Arzneimitteln gegen Krankheiten wie Demenz, gegen Parkinson, gegen Diabetes und Krebs. Ich will aber ausdrücklich sagen, dass wir uns in der Initiative Gesundheitswirtschaft beispielsweise auch mit den vernachlässigten Krankheiten beschäftigen, die vielleicht in Ländern auftreten, in denen Menschen nicht krankenversichert sind. Deswegen an dieser Stelle auch ich dankbar dafür bin, dass wir uns beispielsweise gemeinsam Gedanken machen über eine Bekämpfung der Bilharziose, mal als Beispiel. Wer weiß, dass der Marburg-Virus so heißt, weil er dort einmal entdeckt wurde, und wer sich einmal mit der Entwicklung von Impfstoffen gegen Ebola beschäftigt hat, der sieht, dass wir an dieser Stelle auch eine Verantwortung haben, einerseits die wirtschaftlichen Chancen zu sehen, aber andererseits uns insgesamt mit der Frage zu beschäftigen, was diese Branche dazu beitragen kann, dass wir an dieser Stelle zu einer Dienstleistung in Anführungszeichen kommen, nämlich Lebensverhältnisse von Menschen zu verbessern und deren Lebensqualität zu erhöhen. Die Chemie- und Pharmaunternehmen sowie die Medizintechnikhersteller alleine tragen 4,4 % zum Bruttoinlandsprodukt in Hessen bei, sind Arbeitgeber von über 90.000 Beschäftigten, erwirtschaften eine Bruttowertschöpfung von rund 10 Milliarden € pro Jahr. In keinem anderen Bundesland leistet die Gesundheitsindustrie einen so großen Beitrag zum Wohlstand und zur wirtschaftlichen Entwicklung wie in Hessen. Das sieht man daran, wie leistungsfähig diese Branche ist. Ein Exportwert von gut 11 Milliarden €, der über 19 % der hessischen Gesamtexporte ausmacht, deutlich stärker wächst als die Gesamtexporte. Und zweitens, durch einen mit 9,9 % hohen Anteil der Forschung und Entwicklung an der gesamten Bruttowertschöpfung und den mit 11 % ebenfalls hohen Anteil der F&E-Erwerbstätigen an allen Erwerbstätigen. Also, wir sind auch ein guter Standort, was die Forschung angeht und die Entwicklung angeht. Und das ist ganz besonders wichtig, weil sich darüber auch die wirtschaftlichen Chancen der nächsten Jahre natürlich festmachen. Also, unser gemeinsames Interesse muss sein, die Gesundheitswirtschaft in Hessen, besonders die industrielle Gesundheitswirtschaft, weiter zu stärken, für optimale Standortbedingungen zu sorgen. Ich begrüße ausdrücklich, wenn die SPD in einen solchen Dialog eintritt. Ich will aber an dieser Stelle sagen, dass ich auch an dieser Stelle, und das will ich ausdrücklich sagen, in Richtung des Kollegen Rentsch, bei der Initiative Gesundheitsindustrie auch etwas vorgefunden habe, wo wir durchaus als Wirtschaftsministerium, ich als Wirtschaftsminister, sehr gut anschließen und weitermachen konnte. Und das gilt genauso. Redezeit erinnern. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Das gilt genauso für das House of Pharma and Healthcare, ein erfolgreiches Netzwerk in öffentlicher und privater Partnerschaft, das vom Land unterstützt wird. Letzter Punkt, der mir an dieser Stelle wichtig ist, bevor ich zu einem noch ganz kurz kritischen Punkt komme. Ja, wir fördern auch gezielt Gründungen. Das muss man ja sehen, wenn man sich anschaut, Merkmal als Beispiel oder auch Braun-Melsungen, um mal diese Beispiele zu nennen, oder auch die Ursprünge von Fresenius. Am Anfang stand immer eine Apotheke.
Die spannende Frage ist, was fördern wir eigentlich jetzt, damit am Ende die Unternehmen entstehen, die in vielleicht 10, 20, 30 Jahren entsprechend eine Weltgeltung haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch da sind wir aktiv. Businessplan-Wettbewerb Science for Life, mal als Beispiel genannt. Wir haben ein Gesamtkonzept Fachkräftesicherung, was auch in diesem Bereich ganz besonders dazu beitragen soll, dass wir auch da eine ausreichende Verfügbarkeit von Fachkräften in Hessen sichern. Helfen also unterm Strich. Wir sind uns der herausragenden Stellung der Gesundheitswirtschaft in Hessen bewusst, setzen uns für deren langfristige Entwicklung und die Arbeitsplätze in der Branche ein. Und weil es gerade so aktuell ist, letzter Punkt, Frau Präsidentin, will ich auch noch sagen, ja, und es gibt natürlich auch immer wieder schwierige Situationen. Wenn beispielsweise bei Sanofi, das war ja abzusehen, ein Patent ausläuft, wo man sehr lange sehr gute wirtschaftliche Situationen hatte und es um die Frage geht, wie man ein Nachfolgeprodukt in den Markt bekommt, dann kann es durchaus sein, dass es dann auch einmal eine schwierige Situation gibt. Da bin ich aber sicher, dass das Unternehmen an dieser Stelle sich der Situation sehr wohl bewusst ist und versucht, auch Ersatz in Anführungszeichen aus Eigeninteresse schon zu schaffen. Bei anderen Punkten, ganz aktuell Mundi Pharma als Beispiel. Ich habe heute mit Herrn Bürgermeister Hahn telefoniert. Der Ministerpräsident hat schon am Montag mit dem Geschäftsführer von Mundi Pharma Kontakt gehabt, weil die sich gemeldet haben. Es ist so, dass wir ein großes Interesse daran haben, dass der Standort Limburg sich weiter, dass der erhalten bleibt. Wir werden natürlich jetzt auch weiter Kontakt aufnehmen und versuchen zu eruieren, ob an dieser Grundentscheidung noch etwas zu ändern ist oder sie zumindest in Teilen zu revidieren ist. Es ist aber natürlich auch klar, dass ein Unternehmen, das seit drei Jahrzehnten keine öffentliche Förderung bekommen hat, auch keinerlei Arbeitsplatzauflagen hat. Das heißt, wir werden dort in die Diskussion gehen, ob an dieser Stelle an diesem Standort von Mundi Pharma in Limburg an dieser Entscheidung noch etwas zu ändern ist. Ich setze darauf, ich hoffe darauf, und ich hoffe, dass wir an dieser Stelle auch gemeinsam aktiv sind, damit man sich am Ende nicht um Ersatz in Anführungszeichen kümmern muss, wobei wir an dieser Stelle auch dieses tun würden, wenn es denn so weit käme. Aber ich glaube, da haben wir alle gemeinsam ein Interesse daran, möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister Al-Wazir. Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit können wir über den Entschließungsantrag mit der Drucksache 19/4531 abstimmen. Wer ihm zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. In die Fraktion von CDU, Bündnis 90 Die Grünen. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? FDP, SPD und DIE LINKE. Somit ist dieser Antrag angenommen worden.